weiß halt nie in der Stase, wann man die Gegner... Ach du Scheiße. Von der Quarantäneabwicklung. Alles okay bei Ihnen? Okay. Ich sehe nichts. An einer der Wände muss eine ich habe mich hier sein. Gar nicht gut versteckt. Okay. Ich sehe mich dann nach oben, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Nee. Ich glaube, die Waffe ist doch nicht so gut. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Was schießt der hier auf den? Der schießt ja recht schnell hier. Ah, doch hier, ja, so ein Laser. Das hier war natürlich sehr mies. Du Sauhund! Wo bist du jetzt hergekommen? Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Alles Waffe ist nicht so effektiv gegen Massen von Gegnern. Ist gut von der Durchschlagskraft, aber Achtung, Kontamination registriert. Quarantäne scheint keiner mehr da zu sein, zumindest mal nicht hier in der Nähe. Dann machen wir das doch mal schnell. Hoffentlich erwischt uns jetzt nichts von hinten. Natürlich, es war mir klar. Ich habe ihn ja auch gehört. Verpiss dich. Arschloch. Gerade mal was gucken. Oje. Das war natürlich mies. Hey, hallo? Aha. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Jawohl. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Bitte lecken Sie mich am Arsch. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was. Alter! Haben die mehr Gegner hier reingebracht oder was? Ich hab gerade ein Herz, Kasper. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen vorsichtiger. Ich bin gerade nicht so wirklich vorsichtig. Ich renne einfach rein und... Ja, John Wayne eben, ne? Locker aus der Hüfte. Stuhl nach ihm geworfen. Was war das? Hier muss man irgendwo, ja, ich wollte gerade sagen, gute Botstelle haben. Fressen wieder ein Medikit. Super Probotector. Ja, die hatten uns eben wirklich ganz mies in die Ecke. Alter! Ich glaube, das war vorher aber nicht so oft hier. So. Die wären mal platt. Wo geht's denn jetzt langsam? Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich war. Ah, hier. Habe ich überhaupt die richtige Mission aktiviert? Das ist jetzt so die Frage. Etwas finden, jawohl.
Hier ist das, glaube ich. Was war denn da jetzt noch? War das gerade ein... Ja, Medikit, richtig. Ach, da oben. Bist du wohl hier in die Falle getappt, du Arschloch. Kommt alle her. Ihr Wichser. Wo seid ihr? Alter, wo kommst du jetzt her? Ja, klar. Ist klar. Also jetzt merke ich, dass es doch noch nicht so läuft. Komm durch den Strom. Oder traust du dich nicht? Du bist ja eh tot. Geht das? Nö. Natürlich nicht. Ja, momentan läuft das alles andere als gut. Ich bräuchte mal wieder eine Werkbank. Glaube ich. Was haben wir denn hier? Ein Upgrade-Platin, das ist natürlich auch was Gutes. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Irgendwie kommt mir diese Bewegung doch gar nicht mal so schnell vor. Es ist eher irgendwie zu langsam. Was mich jetzt ein bisschen überrascht. Ist aber voll. Pisser. Gänger. Ups. Falscher. Komm, mach die Tür auf. Es geht weiter hier. Tok, tok, tok. Tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick. Was? Ah, okay. Doch, das wusste ich. Du Arschloch. Hat man so eine Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt? Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist voll der Psycho. Der Verbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Das ist nett. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Sollen wir die Waffe noch behalten? Ich würde sagen, ja. Mal vorläufig. Kann jetzt auch nicht sagen, dass ich so unbedingt schlecht mit dem Ding gefahren bin. Ich hab's halt eben jetzt, weil ich es kontinuierlich gespielt habe, auch in Szenen gespielt, wo es nicht so gut war. Der andere. Oder ist da keiner mehr? Ich dachte, doch da. Viel Spaß im Strom. Geh mal eine Runde in den Strom baden. Hey. Was ist denn mit dir? Fresse. Ja, wo ist denn hier das Ding? Ah, da hinten.
Ich muss unbedingt, glaube ich, auch diese Pumpgun da oben wegbauen. Die ist nicht so toll, finde ich. Ach, haben... Ah doch, wir hatten eine Trockstange noch übrig. Das ist toll. Das ist toll. Da können wir mal gucken, was wir hier so finden. Da findet man ja immer recht schöne Sachen. Oder normalerweise findet man da recht schöne Sachen. Da ist schon mal was. Drehmanschettenmodul. Ja gut, das ist jetzt wirklich nicht so wirklich das der übelste Bringer. Aber Wolfram 15 und damit haben wir wieder ein Stück von... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel diese Torx-Stange kostet. Aber... wir haben da ein bisschen was abgesahnt wieder. So, die Gesundheit ist immer noch nicht so berauschend, muss ich jetzt sagen. Hier. Kommt normal im Gegner raus. Ja, jetzt kommt er. Normal kam der vorher raus. Bin ich mir ziemlich sicher. Der ist nämlich hier schon vor mir ins Stromnetz reingelaufen. Hier könnte man normal wieder den Roboter irgendwo ablassen, aber den haben wir nicht, weil der noch nicht zurückgekommen ist von seiner letzten Reise. Ach, und hier kommt wieder so ein Höllenraum. Sobald wir hier versuchen, die Scheiße hier aufzumachen. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Artefakt oder so haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Da ist schon eins. Wunderbar. Irgendwie habe ich einen Riecher für die Dinger manchmal. Nicht immer. Bin auch schon an ein paar vorbeigelaufen. Hier im Let's Play zum Beispiel ganz am Anfang. In der Schneewelt, wo man dieses Prequel da spielt, quasi. Da, ne, warte mal. Ach, ich bin wieder zurückgegangen. Ich wollte gerade sagen, warum. Dort ist nämlich dann auch so ein Teil versteckt. Dass ich das letzte Mal eben nicht genommen habe. So, wir müssten mal gucken, wo wir jetzt hingehen, wo wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Ah, toll. Das haben die aber irgendwie extra so gemacht. Das geht eigentlich fast nirgends, dass man irgendwo sicher an der Wand stehen kann, ohne... Okay, ist ein bisschen übertrieben. Es geht... Nein, doch nicht. Da oben ist auch wieder ein Schacht. Da vielleicht. Aber da kann man, können die natürlich von allen Seiten kommen. Das ist natürlich so der andere Nachteil. Ja, ja, wir wissen es. Dann stellen wir uns hier hin. Das müsste gehen, oder? Ja. Da ist kein Schacht. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. So. Den haben wir schon mal weniger. Der hängt da hinten an der Wand. Geile Mucke. Du, diese Hasse, ich hasse diese Schleimscheißer. Flieg mal an die Wand, du Idiot. Ach, die verlangsamen einen immer so ekelhaft. Komm schon. Ich hab dich doch da unten gesehen.
Oh, das hier sind die schlimmsten. Diese Skorpione, die sind verdammt schnell. Was macht denn hier so komische Geräusche? Ach, da unten die Mongo-explosiven Arschlöcher. Creeper. Du kommst natürlich gerade zur falschen Zeit hier.